Selbstkritik und eine Portion Abrechnung. Philipp Rösler erinnerte in seiner Abschiedsrede beim Sonderparteitag der FDP in Berlin am Samstag an eine schwarze Stunde für die Liberalen in Deutschland. Vor genau 78 Tagen haben wir all das erleben müssen, was wir uns nie vorgestellt haben, was für uns undenkbar gewesen ist. Nämlich, dass wir nicht wieder bei einer Bundestagswahl in den Deutschen Bundestag einziehen werden. Und ja, es war für uns der bitterste Wahlabend in der Geschichte unserer Partei. Rösler verschwieg nicht, dass es ihm seit seiner Wahl zum Parteichef in Rostock